Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, nach Ende der Mittagspause wird die Sitzung fortgesetzt. Und ich habe Ihnen mitzuteilen, noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt, ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen muss endlich Vorreiter für Vernunft in der Flüchtlingspolitik werden, Maghreb-Staaten und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten machen, Drucksache 19/6780. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 60 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, nach Top 51 aufgerufen werden und ohne Aussprache abgestimmt werden. Außerdem ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen muss endlich Vorreiter für Vernunft in der Einwanderungspolitik werden, Spurwechsel für gut integrierte Flüchtlinge ermöglichen, Drucksache 19/6781. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top-Punkt 61 der Tagesordnung und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, ebenfalls nach Top 51 aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erfolgreiche soziale Wohnungspolitik in Hessen fortsetzen, Drucksache 19/6782. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist auch hier der Fall. Dann wird dieser Punkt Tagesordnungspunkt 62 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 41 aufgerufen werden. Und es ist letztlich eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE betreffend Streiks bei Ryanair, Drucksache 19/6783. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dies Top 63. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Ich frage, wann soll der Antrag aufgerufen werden? Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, wir schlagen vor, dass der Antrag morgen zum Abschluss des Plenums noch auf die Tagesordnung kommt und behandelt wird. Besteht da Einverständnis, Herr Kollege Frömmrich? Ja, damit sind wir einverstanden, morgen am Ende der Tagesordnung. Also kein Widerspruch, dann wird auf so verfahren und morgen am Ende der Tagesordnung dieser Punkt 63 aufgerufen. Meine Damen und Herren, wir fahren dann in der Tagesordnung fort mit Tagesordnungspunkt 41, dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend sozialen Wohnungsbau endlich konsequent fördern. 5 Jahre Schwarz-Grün sind verlorene Jahre in der Wohnungspolitik. Das ist die Drucksache 19/6760. Zusammen mit Tagesordnungspunkt 62, dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend erfolgreiche soziale Wohnungspolitik in Hessen fortsetzen. Das ist die Drucksache Nummer 19/6782. Zu Wort gemeldet hat sich als Erstes Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Leider war es mir nicht möglich, den Antrag der Koalitionsfraktionen noch durchzulesen, da er ja gerade jetzt erst zu diesem Tagesordnungspunkt eingereicht wurde. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dem nicht zustimmen werden. Vor fast 5 Jahren nahm die neue schwarz-grüne Landesregierung ihre Arbeit auf. Unter Verantwortung einer neuen grünen Ministerin sollte das Thema Wohnen im Umweltministerium untergebracht und, zumindest laut Ihrem Koalitionsvertrag, angemessener und bezahlbarer Wohnraum für Familien und Alleinstehende in den Städten geschaffen werden. Soweit das Zitat. Heute wissen wir anhand der von uns abgefragten Zahlen, dass dieses Vorhaben der schwarz-grünen Landesregierung kläglich gescheitert ist. Mit Schwarz-Grün ging nämlich der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus in Hessen nicht bloß weiter wie zuvor, nein, er nahm auch noch rasant an Fahrt zu. Alleine in den ersten 4 Jahren ihrer Regierungszeit sind in Hessen
25% aller Sozialwohnungen, die es am 31.12.2013 noch gab, nicht mehr vorhanden. Gerade einmal knapp 85.000 solcher Wohnungen gibt es jetzt noch. Gleichzeitig wuchs die Zahl derjenigen Haushalte, im Übrigen nicht nur Einzelpersonen, da hängen nämlich mehr dran, die sich erfolglos für eine Sozialwohnung bewerben. Waren es in den letzten Jahren konstant immer um die 45.000 Haushalte, waren es Ende 2017 bereits über 51.000, also eine Zunahme um mehr als 10%. Der Rückgang von Sozialwohnungen und der gleichzeitige Anstieg der anspruchsberechtigten Haushalte überrascht nicht, wenn man sich die Zahl der bewilligten neuen Wohnungen mal genauer anschaut. Schon unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung wurde viel zu wenig Sozialwohnung gebaut. Im Zeitraum von 2009 bis 2013 waren es insgesamt 3.464 Wohneinheiten. Im Durchschnitt der 5 Jahre, also magere 692 Wohnungen pro Jahr. In der Amtszeit der grünen Wohnungsministerin Hinz sind es jedoch im Zeitraum von 2014 bis 2016 gerade einmal 1.061, im Durchschnitt also nur 353 pro Jahr. Zählt man die 582 neu gebauten Wohnungen aus 2017 hinzu, wo die Hälfte über das KIPP-Programm gefördert wurden, verbessert sich die Bilanz aber nur unwesentlich und bleibt immer noch weit hinter der vorangegangenen Wahlperiode zurück. Das also ist die Wahrheit der angeblichen Wohnraumoffensive von Schwarz-Grün, die nur in Ankündigungen und Sonntagsreden besteht. Deshalb bezeichnen wir diese nun bald ablaufende Legislaturperiode auch als verlorene Jahre in der Wohnungspolitik, die Familien mit kleinen und mittleren Einkommen leider ausbaden müssen. In den Kommunen sieht es mit dem Bau von preiswerten Wohnungen nicht gut aus. Dort, wo kommunale Wohnungsgesellschaften tätig sind, haben sie sich vielerorts, wie z.B. bei der ABG in Frankfurt, auf die vorrangige Schaffung von Eigentumswohnungen oder von hochpreisigen Mietwohnungen konzentriert. Und das ist ein schwerer Fehler. Ja, die Gewinne aus dieser Bautätigkeit tragen auch zur Sanierung städtischer Haushalte bei. Es darf doch aber nie und nimmer Ziel öffentlicher Wohnungsgesellschaften sein, die kommunalen Haushalte mitzusanieren. Deren Aufgabe, ja deren Gründungsauftrag ist es doch, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und nichts anderes. Es ist doch kein Grund zur Freude, meine Damen und Herren, wenn feierlich erklärt wird, dass man künftig zu 40% preiswerten Wohnraum schaffen wolle. Nein, ich sage, euer Auftrag ist es, zu 100% sozialen Wohnraum zu erstellen. Und deshalb unterstützen wir auch die Frankfurter Initiative für einen Bürgerentscheid. Die Aufgabe der Landesregierung ist es, die Wohnungsgesellschaften und die Kommunen so auszustatten, dass keine weiteren Haushaltssanierungen auf Kosten der Mieterinnen und Mieter erfolgt. Hier rächt sich übrigens, dass Schwarz-Grün den Wohnraumkoordinator gleich zu Beginn kalt geschasst hat. Die halbherzige Wohnungspolitik zeigt sich auch dabei, dass ein von Schwarz-Gelb in der letzten Legislaturperiode komplett in die falsche Richtung entwickeltes Wohnraumförderungsgesetz nur halbherzig verändert wurde. Anstatt die Eigentumsförderung als völlig verfehltes Element in diesem Gesetz zu streichen, die Bindungsfristen, so wie von vieler Seite gefordert, wieder deutlich zu erhöhen und eine Art Vermittlungsgarantie für qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber auf eine Sozialwohnung dort festzuschreiben, beließ es Schwarz-Grün bei einer Gleichstellung von Eigentumsförderung und sozialem Wohnungsbau. Spätestens da war klar, dass die Wohnungspolitik zwar nun im Verantwortungsbereich einer grünen Ministerin liegt, sie aber die bisherige Politik ohne nennenswerte Änderungen fortführen wird.
Unser Gesetz gegen Zweckentfremdung und Leerstand wurde mehrheitlich abgelehnt, mit zum Teil haarsträubenden Gründen. Herr Caspar von der CDU warf uns seinerzeit in all seiner Verzweiflung vor, dass das Betretungsrecht für Wohnungsämter zur Überprüfung von Zweckentfremdung und Leerstand an die DDR erinnere und man ja somit unsere Gesinnung erkennen könne. Wohlbemerkt, ein Paragraph, der eins zu eins so im bayerischen Gesetz steht und ähnliche Regelungen auch in anderen Bundesländern zu finden sind, meine Damen und Herren. So viel zu den Zwischenrufen. Wir brauchen aber in Hessen ein wirksames Gesetz, das gegen ungerechtfertigte Zweckentfremdung und Leerstand bekämpft. Dies wäre ein wichtiger Baustein für eine gute Wohnungspolitik. Aber nichts passiert. Ich möchte nicht verschweigen, dass diese Regierung die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt hat, eine Maßnahme, die wir grundsätzlich unterstützen. Ihr Gesetz ist jedoch so gestrickt, dass es viel zu früh ansetzt und damit Haushalte betrifft, die vielleicht gerade so über der relevanten Einkommensgrenze liegen. Darüber hinaus sind die von Ihnen pro Quadratmeter auferlegten Abgaben für diese Familien zu hoch. Unser Gesetzentwurf und an dessen Ausarbeitung Praktiker aus der kommunalen Wohnungswirtschaft beteiligt waren, war hingegen sozial ausgewogen. In der Folgezeit nahmen dann die handwerklichen Fehler dieser Landesregierung zu. So wurde bei der Feststellung der Kommunen mit erhöhtem Wohnraumbedarf ein zu enger Maßstab angelegt. Viele Kommunen, in denen großer Wohnraummangel herrscht, wurden nicht aufgenommen. So zählen Städte wie Maintal oder Eschborn bis heute nicht dazu, und das ist mir unverständlich. Ein weiterer großer Fehler war der Verkauf des Geländes des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt. Während man die Kommunen in Hessen nun dazu bringen will, Flächen nur durch Konzeptvergabe zu veräußern, ging das Land mit schlechtem Beispiel voran und handelte wie ein Spekulant, der seine eigenen Grundstücke meistbietend verhökert. Selbst wenn nun aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit ein Teil des Verkaufserlöses für preiswerte Wohnungen eingesetzt werden soll, bleibt die Verdrängung von Familien mit geringem Einkommen aus der Innenstadt zurück. Ich sage Ihnen aber, die Stadt gehört allen. Machen Sie mit der Verdrängung aus den Innenstädten endlich Schluss. Der negative Höhepunkt der schwarz-grünen Wohnungspolitik ist jedoch die sogenannte hessische Mietpreisbremse, die auch auf Bundesebene schlecht konstruierte, aber dennoch wichtige Maßnahme wurde im vergangenen Jahr vom Amtsgericht Frankfurt förmlich für rechtsunwirksam erklärt, weil im Umweltministerium ein Formfehler begangen wurde. Das bestreitet die Ministerin Hinz aber bis heute, und deshalb können derzeit in Hessen alle Mieterinnen und Mieter nicht gegen Mietwucher erfolgreich klagen. Diese Angelegenheit, Frau Ministerin, muss schnellstens bereinigt werden. Schnellstens, sage ich. Meine Damen und Herren, wir haben unsere. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Kommen Sie bitte zum. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir haben unsere zentralen Forderungen in dem vorliegenden Antrag zusammengefasst. Es zeigt auch die bisherigen Versäumnisfehler der schwarz-grünen Regierung auf. Konsequentes Handeln der Landesregierung zum Bau von jährlich mindestens 10.000 Sozialwohnungen und 2.000 Wohnungen für Studierende ist eine zentrale Aufgabe und muss mit Nachdruck verfolgt werden. Dafür setzen wir uns weiterhin ein. Vielen Dank, Herr Schaus. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir dann am Ende der Aussprache. Und ich stelle fest, dass die beiden Anträge in den Ausschuss sollen. Ulla, ist das richtig? Beide in den Ulla. Da nichts anderes beantragt wird, verfahren wir so. So ist es, sieht es die Geschäftsordnung vor. Jetzt meldet sich Herr Kollege. Entschuldigung, das Wort hat der Kollege Frömmrich.
Vielen Dank, Herr Präsident. Wenn es keine Wortmeldung zu dem Themenkomplex gibt, dann stimmen wir über die Anträge ab. Ich glaube, es gibt aber jetzt einen. Also, jetzt ist beantragt, über die Anträge direkt abzustimmen. Wollen wir so verfahren? Herr Kollege Schäfer-Gümbel, melden Sie sich zur Geschäftsordnung, oder was? Wir sind in dem Verfahren. Die Aussprache ist beendet, hatte ich festgestellt. Das ist durchaus mein Ernst. Wenn sich niemand meldet, dann ist die Debatte zu Ende. So sieht das die Geschäftsordnung vor. Also, wie soll jetzt verfahren werden? Ja, ich bin aber auch schon. Herr Präsident, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass sich fristgerecht aus dem Parlament niemand gemeldet hat. Ich habe jetzt gesehen, Kollege Schäfer-Gümbel möchte in die Debatte einsteigen. Mein Vorschlag wäre, dass wir, auch wenn vom Präsidium selbstverständlich wie immer alles richtig gemacht wurde, wir diese Debatte und den Redebeitrag von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel und eventuell weiteren Kollegen noch zulassen. Also, das war jetzt ein Antrag zur Geschäftsordnung, wenn ich das richtig gesehen habe, Wiedereröffnung der Debatte. Widerspricht dem jemand? Das ist nicht der Fall. Dann nehme ich die Wortmeldung von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel entgegen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielleicht kann man daraus lernen, sich in Zukunft, wenn man reden will, auch zu Wort zu melden. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist natürlich auch Ausdruck der taktischen Spielchen im Rahmen einer solchen Debatte. Ich glaube nicht, dass das etwas mit Pädagogik zu tun hat. Ansonsten sind Sie offensichtlich aus dem vorletzten Jahrhundert, was Pädagogik angeht. Aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, Herr Boddenberg. Aber es ist ja ein bisschen geübte Praxis in dem Haus, dass es ein bisschen einen Verschnitt zwischen unterschiedlichen Rednerinnen und Rednern gibt. Und natürlich haben wir darauf erwartet, nachdem Sie einen eigenen Antrag eingebracht haben und damit es eigentlich bisher, zumindest bis vor 10 Minuten, der Fall war, dass die antragstellenden Fraktionen zuerst reden. Aber zur politischen Kultur haben wir ja schon mehrfach in diesem Haus etwas gesagt. Ich will es deswegen zumindest in der Eröffnung relativ kurz machen, gebe Ihnen dann die Gelegenheit, ein bisschen zu reden, und dann würde ich mich in der zweiten Runde noch einmal melden. Der Antrag, den die Koalitionsfraktionen hier vorgelegt haben, mit dem Eröffnungssatz, der Landtag stellt fest, dass die Landesregierung eine Trendwende bei der Wohnungsbauförderung für sozialen Wohnraum und für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eingeleitet hat und diesen Weg konsequent und erfolgreich geht. Alleine dieser erste Satz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist erstens eine Ignoranz gegenüber den realen Verhältnissen und zweitens ein allerbester Grund, diesen Antrag abzulehnen. Wie erfolgreich Sie bei der Frage des bezahlbaren Wohnraums waren in den letzten Jahren als Teil, ich will das ausdrücklich sagen, die Landesregierung, die Landespolitik ist dafür nicht alleinig zuständig, aber im Rahmen der föderalen Ordnung vorrangig vor der Bundesregierung, zeigt sich am aktuellen Mietspiegel der Stadt Frankfurt. Dort stellt die Stadt Frankfurt fest, dass bei 30 Quadratmeter Wohnungen der derzeitige durchschnittliche Mietzins bei 20,44 € pro Quadratmeter kalt liegt. 20,44 € pro Quadratmeter kalt. Bei 60 Quadratmeter Wohnungen bei 15,13 € und bei 100 Quadratmeter Wohnungen bei 14,91 €. Vor 6 Jahren lagen der Mietzins in diesem Bereich noch deutlich niedriger, bei 30 Quadratmeter Wohnungen bei 12,28 €, bei 60 Quadratmeter Wohnungen bei 10,30 € und bei 100 Quadratmeter Wohnungen bei 11,13 €. Das heißt, wir haben in allen drei entscheidenden Mietsegmenten dramatische Mietsteigerungen in den letzten Jahren erlebt. Nicht umsonst kommt eine aktuelle Umfrage der Stadt Frankfurt zu dem Ergebnis, dass für 61% aller Frankfurterinnen und Frankfurter die Frage des bezahlbaren Wohnraums die höchste Priorität für Problemlösungen hat. Und für diejenigen, die einen deutschen Pass haben, sind es sogar 64% aller Frankfurterinnen und Frankfurter.
Ich will mir eine kleine Nebenbemerkung erlauben. Grundsätzlich muss man bei Zahlen, die aus dem Dezernat von Herrn Schneider kommen, ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, dass die Beschreibung nah an der Wirklichkeit ist. Wir hatten einen denkwürdigen Auftritt der Wohnungsbauministerin beim Mietertag am vergangenen Samstag, der das schon eingeleitet hat, was Sie jetzt im ersten Satz sagen. Die Realität spricht eine andere Sprache. Da kann ich mich an all das anschließen, was Hermann Schaus gesagt hat zur Problembeschreibung. Das gilt sowohl für den Abbau von Sozialwohnungen in Hessen, das gilt sowohl für die wohnungsbaupolitischen Aktivitäten dieser Landesregierung. Deswegen will ich das wiederholen, was ich auf der Bundesebene in den letzten Tagen mehrfach formuliert habe, auch im Hessischen Landtag. Die soziale Frage unserer Zeit ist bezahlbarer Wohnraum, und es ist die vordringlichste Aufgabe, eine Mietenwende in Deutschland und in Hessen einzuleiten. Dazu brauchen wir einen flächendeckenden Mietpreisstopp in Wohnungslagen, in Wohngebieten oder in Wohnungsmärkten mit angespannter Wohnungslage. Dazu haben wir auf der Bundesebene einen Vorschlag gemacht. Und wir fordern Sie ausdrücklich auf, sich diesem Mietenstopp, damit wir Zeit gewinnen für die Mieterinnen und Mieter, die mit der dramatisch steigenden Mietpreisentwicklung überfordert sind, Zeit zu gewinnen, weil sie keine Ausweichmöglichkeit haben in anderen Wohnraum, der bezahlbar ist, weil zu wenig gebaut wurde. Ich will dazu noch eine Zahl formulieren. Der prognostizierte Wohnungsbaubedarf pro Jahr liegt bei etwa 37.000 Wohneinheiten. Und klar ist, dass die öffentliche Hand das nicht alleine kann. Dass das Land allerdings nicht einmal knapp 1.000 Wohnungen im letzten Jahr gefördert hat mit ihren Programmen, ist ein Hinweis darauf, dass Sie zumindest allen Grund haben, Ihre Wohnungsbauprogramme nachzudenken. Nicht umsonst hat beim Parlamentarischen Abend des Hessischen Landtags hier unten in diesem kleinen Karree die Hälfte der Wohnungswirtschaft, die aufgetreten ist, mit Blick auf ihre neue Wohnungsbaurichtlinie erklärt, dass es eine Verschlechterung gegenüber dem Status quo ist und sie deswegen aufgefordert sind, endlich eine Kehrtwende in der Wohnungsbaupolitik einzuleiten, die in den letzten 5 Jahren bisher auf jeden Fall ausgeblieben ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich auch ein wenig gewundert, weil wir ja einen dringlichen Antrag der CDU und von Bündnis 90 die Grünen auf dem Tisch haben. Und da steht hinten drauf, Begründung erfolgt mündlich. Ja, das hätten wir ja, das hätten wir ja gerne gehabt. Das hätten wir ja gerne gehabt. Aber ist, wie es ist. Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber dann gehen wir mal kurz auf den Antrag ein. Weil da steht ja dann drin, die Trendwende ist dann in Hessen eingeleitet. Frau Staatsministerin wird uns gleich bestimmt auch erklären, worin sie denn die Trendwende erkennt. Meine Damen und Herren, in dem eigenen Antrag steht dann jetzt, dass in zukünftig 400.000 Wohnungen fehlen oder erhöht werden. Also, wie viele Wohnungen fehlen in Hessen, meine Damen und Herren? Ich kenne Zahlen, die, da heißt es 100.000, da heißt es 200.000, da heißt es 500.000, je nachdem, welchen Zeitraum betrachtet. Meine Damen und Herren, Trendwende. Fakt ist in Hessen, dass nach wie vor weniger Wohnungen gebaut werden, als das Bedarf entsteht. Meine Damen und Herren, von Trendwende kann ja wohl überhaupt keine Rede sein. Überhaupt keine Rede sein. Wenn Sie es schaffen wollen, dass Miete nicht nur die Mietsteigerung nicht nur eingedämpft werden, sondern dass es sogar wieder zu einem Rückgang kommt und bezahlbarer Wohnraum größer entsteht, dann müssen Sie nicht nur den Bedarf bauen, Frau Staatsministerin, Sie müssen ja darüber hinausgehen, damit Marktwirtschaft überhaupt mal wieder funktionieren kann in diesem Bereich. Und jetzt alle aufgepasst, jetzt hat ein Liberaler was gesagt, scheinbar haben wir in Teilen es mit Marktversagen zu tun. Ich glaube, in vielen Bereichen dieses Wohnungsmarktes muss man das so feststellen, da haben wir Marktversagen. Meine Damen und Herren, aber die Antwort
Aber die Antwort der Landesregierung ist ja, Sie stellen das ja selber fest, wie viel Geld Sie zur Verfügung gestellt haben und dass wegen fehlendem Geld noch nicht eine Wohnung weniger gebaut worden ist. Das Lied hören wir ja immer wieder. Es ist noch nie so viel Geld hineingeflossen. Das stimmt, meine Damen und Herren. Und all das Geld hat auch bisher überhaupt nichts genutzt, weil es fehlt an Grundstücken. Und dann haben wir jetzt hier in dem Antrag ja wieder niedergelegt die Baulandoffensive. Meine Damen und Herren, die Baulandoffensive. Da hat sich doch tatsächlich die Allianz für Wohnen zusammengefunden. Die haben lange diskutiert, gute Vorschläge gemacht. Und dann wird die Baulandoffensive gegründet. Und die schaffen es doch tatsächlich, anderthalb Jahre sich nur damit zu beschäftigen, wie die Geschäftsform, wie die Gesellschaftsform, wie das Finanzierungsmodell, die beschäftigen sich doch anderthalb Jahre nur mit sich selber und nicht mit einem neuen Baugrundstück. Nicht mit einem neuen Baugrundstück. Und dann kommt ein Vorschlag aus Frankfurt oder auch aus dem Regionalen Planungsverband und sagt, hier wäre vielleicht einmal darüber nachzudenken, ob man unter bestimmten Voraussetzungen neue Grundstücke erschließen könnte. Und was macht die CDU? Ruft zum Sternmarsch auf. Meine Damen und Herren, das ist wirklich absurd. Es ist wirklich absurd. Es ist wirklich absurd. Es ist absurd. Meine Damen und Herren, und dann, das finde ich auch schön, dann schreiben Sie ja, Sie nennen ja die Nassauische Heimstätte als einer der wichtigen tragenden Rollen dafür, meine Damen und Herren, Sie benennen die Nassauische Heimstätte als einer der wichtigen Akteure in dem Wohnungsbaumarkt. Das stimmt, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die Nassauische Heimstätte hatte schwierige Zeiten durchmeistert. Die haben die bewältigen müssen. Die haben oft viele Jahre lang nur rote Zahlen geschrieben, und sie sind mittlerweile in die schwarzen Zahlen hineingekommen. Und genau in dem Moment, wo der Frankfurter Oberbürgermeister sagt, bei meiner Wohnungsbaugesellschaft sage ich, da sollen die Mieten nur noch um 1% maximal steigen, kommt die Erkenntnis beim Ministerpräsidenten, das machen wir jetzt mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft auch. Meine Damen und Herren, wenn man sich das anschaut, was Sie in den letzten Jahren im Wohnungsbau angerichtet haben, an Verschärfungen, an Bürokratie geschaffen haben, meine Damen und Herren, wenn man sich anschaut, dass Sie mittlerweile bei den finanziellen Zuschüssen, bei verlorenen Zuschüssen angekommen sind, das heißt also Geld verschenken und immer noch feststellen, es wird nicht mehr gebaut, dann ist das nicht anders zu nennen, als ein prozentige oder die Mieterhöhung zu beschränken. Das ist ein Akt der Verzweiflung, weil Sie nicht mehr wissen wollen. Weiter wissen. Es ist ein Akt der Verzweiflung. Und ich hatte mal irgendwie das Gefühl, dass bei der CDU so etwas wie Grundkenntnisse in der sozialen Marktwirtschaft vorhanden sind. Na, das glaube ich, da glaube ich so langsam nicht mehr. Meine Damen und Herren, ich will durchaus auch sagen, wo wir Probleme sehen oder wo wir auch Lösungen sehen. Das ist vor allen Dingen in der Wohnraumförderung auch eine Eigentumsförderung. Das, was die LINKEN hier fordern, zu sagen, 100% nur noch sozialen Wohnungsbau. Herr Schaus, ich habe das eben in Ihrer Rede auch wieder gehört. Sie erklären in Ihrem Antrag ja auch dem privaten Eigentum komplett eine Absage. Gut, ich will sagen, es sind aber viele, viele Menschen, die auch ganz gerne in einer Eigentumswohnung leben würden und die auch ganz gerne in einem Eigenheim leben würden. Das hat übrigens viel auch mit Absicherung im Alter zu tun, meine Damen und Herren. Das ist übrigens der beste Schutz vor steigenden Mieten, im Eigenheim zu wohnen. Okay, das lassen wir das mal so stehen. Aber Herr Schaus, dass Sie jetzt. Ja, Herr Schaus, aber auch diese Menschen haben ein Recht darauf, gefördert zu werden. Auch diese Menschen haben ein Recht darauf, gefördert zu werden. Und jetzt sagen Sie, 100% nur noch Sozialwohnungen sollen vom Land gefördert werden. Das heißt, Sie gehen also hin und sagen, wir sagen all den Menschen, die weder ins Eigenheim wollen oder das finanzieren können, noch den mittleren Einkommen, dass Sie für die auch etwas für den breiten Wohnungsmarkt, für den Massenmarkt etwas tun wollen. Sie sagen, Sie wollen nur noch diejenigen fördern, die sich wirklich die nicht mehr in der Lage sind, sich überhaupt mit eigenem Wohnraum zu versorgen. Und Herr Schaus, ich glaube, Sie verlieren damit wirklich den Blick für die breite Mitte der Gesellschaft, für den Feuerwehrmann,
für die Krankenschwester, für den Arbeitnehmer, der jeden Tag aufsteht, morgens zur Arbeit geht, zwei Kinder hat, abends um 5 Uhr nach Hause kommt. Meine Damen und Herren, die verliert DIE LINKE komplett aus dem Blick. Das steckt in der Forderung, dass Sie nur noch 100% Sozialwohnungen fördern wollen. Meine Damen und Herren. Nichts anderes wäre die Konsequenz. Die Forderung nach einem Bauminister. Ich glaube, die Forderung der Sozialdemokraten ist richtig. Es ist auch seinerzeit so gewesen. Unter unserer Regierungsverantwortung war der Wohnungsbau noch im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Neben der Verkehrspolitik und der Infrastrukturpolitik und der Landesentwicklung. Das Auseinanderklaffen der Kompetenzen, meine Damen und Herren, ist eine der Ursachen, warum wir nicht entscheidend weiterkommen bei der Frage, wie entsteht neuer Wohnungsbau. Und alle Fachleute sagen Ihnen das. Wir sind ja im Moment alle miteinander viel in Podiumsdiskussionen. Alle sagen Ihnen, Sie können den Wohnungsbau nicht getrennt davon betrachten, wo Verkehrsströme sind, wo Arbeitsplätze sind. Meine Damen und Herren, das muss zusammen gedacht werden, und das ist in einem Bauministerium, wo die Wohnungsbauförderung, aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen wieder zusammengeführt werden als Kompetenz. Das ist ein richtiges Ansinnen, und ich bin mir relativ sicher, egal wer die nächste Landesregierung stellt, es wird so einen Bauminister in Hessen geben. Wir Freie Demokraten wollen die sogenannte BIM-Methode, also ein elektronisches Verfahren, nutzen, um Baumaßnahmen auch zu beschleunigen. Meine Damen und Herren, das kann man nur schrittweise einführen. Das kann man einführen als Land, vor allen Dingen für die öffentlichen Baumaßnahmen. Aber da müssen wir auch die Unternehmen, die da dranhängen, Architekturbüros, Planungsbüros, Handwerksbetriebe, müssen wir ebenfalls fit machen, dass die diese Methode anwenden können, und damit es dann wirklich durchgehend ist und tatsächlich zu einer Beschleunigung im Baurecht kommen, entbürokratisieren und Digitalisierung einführen. Das könnte etwas dazu beitragen. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch bei den Kommunen eine schnellere Bauleitplanung. Und das ist auch herzallerliebst, was Sie fordern von den LINKEN bei der Frage Ihres Tarif- und Vergabegesetz, was wir ja gleich noch diskutieren werden, Frau Wissler. Man muss dazu sagen, wenn Sie diese Vergabepraxis, wenn Sie die Bauämter tatsächlich auch noch mit diesen vergabefremden Leistungen überlasten, wir haben jetzt schon zu wenig Fachkompetenz und zu wenig Fachleute, die in der Lage sind, relativ schnell zu Genehmigungsverfahren zu kommen. Meine Damen und Herren, mit dem, was DIE LINKE dort gleich vorschlagen wird, wird sich diese Situation dann noch einmal verschärfen. Aber Herr Kollege Lenders, Sie müssen zum Ende kommen Ihrer Rede. Vielen Dank, ich war gerade so schön entfernt. Meine Damen und Herren, aber wir werden auch über die Flächenausweisung nachdenken müssen. Wir werden bei dem Bund, bei Bauvorschriften, NF, Abschaffung, Mietpreisbremse, Grunderwerbssteuer, Freibetrag nachdenken müssen. Und wer das alles uns nicht glaubt, der schaut noch einmal rein ins IIW-Gutachten, was die VU uns in Auftrag gegeben hat. Steht alles drin, kann man nachlesen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir müssen beim Thema Wohnungsbau nicht über die Dinge streiten, die nicht bestreitbar sind. Beim Thema Wohnungsbau wurde bis vor wenigen Jahren bundesweit zu wenig getan. Und diese bundesweite Entwicklung rächt sich heute bitterlich. Es wurde nicht nur zu wenig getan bis vor wenigen Jahren, es wurden ausdrücklich bis Anfang der 2000er Jahre, teilweise Anfang des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts, ausdrücklich falsche Entscheidungen getroffen. Und keine Partei und keine Fraktion kann dafür sich in Anspruch nehmen, frei davon gewesen zu sein. Ich erinnere an Kiel unter einem SPD-Oberbürgermeister und einer Großen Koalition, 11.000 städtische Wohnungen verkauft. Ich erinnere an Dresden, mit Zustimmung von CDU, FDP, teilweise der SPD, teilweise der LINKEN, 26.000 städtische Wohnungen verkauft. Ich erinnere an Berlin. SPD und LINKE, die damals noch PDS hieß,
haben im Jahr 2004 die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft komplett verkauft. Und wenn wir, ja, das waren falsche Entscheidungen. Das waren falsche Entscheidungen. Und wenn wir über das Thema Herausfall von Wohnungen aus der Sozialbindung reden, dann kann sich auch hier keine Fraktion, keine Partei frei davon machen, in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen zu haben. Kollege Schaus hat die Zahlen für Hessen zitiert. Herr Kollege Schaus, ich darf Sie darauf hinweisen, wie das unter linker Verantwortung oder Mitverantwortung im Land Berlin war. Zwischen 2006 und dem Jahr 2016 hat sich die Zahl der Wohnungen in der Sozialbindung im Land Berlin von 201.000 auf 116.000 reduziert. Wie war das denn im Land Brandenburg, Herr Kollege Schaus, mit linker Mitverantwortung? Im gleichen Zeitraum von 104.000 auf 48.000 Wohnungen in der Sozialbindung, mehr als halbiert. Wir haben hier keinen hessischen Sondereffekt. Wir haben hier eine bundesweite Entwicklung, meine Damen und Herren. Und deshalb war und ist es richtig, dass diese Landesregierung zu Beginn der Legislaturperiode in der Wohnungsbaupolitik konsequent umgesteuert hat. Konsequent umgesteuert hat. Und Herr Kollege Lenders, ich finde es sehr bemerkenswert, wenn jetzt ausgerechnet die FDP, die ja vor Beginn der Legislaturperiode für den Wohnungsbau zuständig war, sich auf einmal zur Vorkämpferin für den sozialen Wohnungsbau machen will. Und ich will Ihnen alle Unterschiede zwischen Ihrer und unserer Politik erläutern, weil Sie verdeutlichen die Trendwende, die wir bei diesem Thema in den vergangenen Jahren eingeleitet haben. Unter FDP-Verantwortung hatte die Eigenheimförderung Vorrang vor der Mietwohnungsförderung. Das haben wir korrigiert, meine Damen und Herren. Es gab vor 2014 keine Fehlbelegungsabgabe. Wir haben die Mietpreisbremse eingeführt. Wir haben dafür gesorgt, dass es eine bessere Förderung von genossenschaftlichen Bauen gibt. Wir haben die Baulandoffensive auf den Weg gebracht. Wir haben in dieser Legislaturperiode die Bauordnung geändert, das sogar mit Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen der FDP. Wir haben unsere landeseigene Baugesellschaft, die Nassauische Heimstätte, gestärkt mit 200 Millionen € zusätzlichem Kapital. Es war eine Anregung der SPD, da bricht mir doch überhaupt kein Zacken aus der Krone, aber wir haben es gemeinsam beschlossen und unsere landeseigene Baugesellschaft gestärkt. Das ist doch gar keine Frage. Wir haben die Mietpreisbegrenzung bei der Nassauischen Heimstätte auf den Weg gebracht. Wir haben die Förderkulisse teilweise umgestellt von zinsvergünstigten Darlehen, die nicht mehr abgerufen wurden, auf direkte Zuschüsse. Und wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die Förderung, die Fördermittel, die bereitstehen, massiv ausgeweitet. Innerhalb der fünfjährigen Förderperiode stehen jetzt 1,7 Milliarden € zur Verfügung. Und damit das nicht so abstrakt bleibt, 1,7 Milliarden € bedeutet 20.000 neue Wohnungen für 60.000 Menschen. Das ist konsequent umgesteuerte Wohnungsbaupolitik in Hessen, meine Damen und Herren. Und weil die Milliardenbeträge ja immer so schwer vorstellbar sind, dann gucken wir uns einmal an, was das jährlich bedeutet. 1,7 Milliarden € über 5 Jahre heißt jährlich. Was haben wir vorgefunden an jährlicher Wohnungsbauförderung? 73 Millionen €. Das war der letzte Haushaltsansatz, den die FDP zu verantworten hat. 73 Millionen €. Und heute stehen jährlich über 300 Millionen € für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung. Mehr als eine Vervierfachung, meine Damen und Herren. Und weil Kollege Hahn es gerade reinruft, vielen Dank für den Hinweis. Kollege Hahn fragt, wie viele werden abgerufen. Zunächst einmal die Feststellung, kein Antrag auf geförderten Wohnungsbau scheitert in Hessen am Geld. Und jetzt, wie werden die Programme abgerufen? Kollege Hahn hat recht mit seinem Zwischenruf. In den ersten Jahren, wo wir umgesteuert haben,
war die Abrufquote nicht so hoch, einfach weil es auch nicht so viel Kapital gab und der Markt auch nicht darauf eingestellt war, dass es jetzt so viel Fördermittel vom Land gibt. Aber, Herr Kollege Hahn, schauen Sie sich die letzten beiden Jahre an. Da werden alle Fördermittel abgerufen. Auch das ist konsequentes Umsteuern in der Wohnungsbaupolitik des Landes Hessen. Ich habe Ihnen die Maßnahmen aufgezählt, und ich habe die herzliche Bitte an die, die das kritisieren, obwohl sie teilweise selbst in eigener Verantwortung nichts davon gemacht haben. Zeigen Sie mir die Landesregierung in Deutschland, die in der Summe mehr für die Trendwende auf dem Wohnungsmarkt gemacht hat als diese Landesregierung, meine Damen und Herren. Zeigen Sie mir die Landesregierung. Und, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wenn Sie gerade dazwischen rufen, dann schauen wir uns doch an, wie das ist, wenn die SPD mitregiert. Schauen wir uns doch an, was der Bund uns an Instrumentarien und an Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau mitgibt. Da stellt die SPD, die Bundes-SPD, einen 12-Punkte-Plan vor. Ich will den im Detail gar nicht bewerten. Interessante Ideen drin. Wir würden uns freuen, wenn wir manche der Rahmenbedingungen aus diesem Plan vom Bund bekommen würden. Sie stellen diesen Plan vor, und in der gleichen Woche, ja nahezu am gleichen Tag, stellt die SPD-Bundesjustizministerin einen Gesetzentwurf zum Thema Wohnen vor, in dem davon nichts, aber auch gar nichts drinsteht. So kommen wir wohnungsbaupolitisch mit Sicherheit nicht weiter, meine Damen und Herren. Die von CDU, CSU und SPD getragene Bundesregierung erhöht nicht etwa die Mittel, die die Länder für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt bekommen. Sie kürzt sie in den nächsten Jahren von 1,5 Milliarden € jährlich auf 1 Milliarde € jährlich. Und ein dritter Unterschied, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Wir haben die Trendwende in Hessen erreicht. Die SPD auf Bundesebene hat das Thema Horst Seehofer überlassen, der jetzt für den Wohnungsbau zuständig ist. Wir haben gehandelt, Sie haben das Thema Horst Seehofer überlassen. Das ist der Unterschied in der Wohnungsbaupolitik, meine Damen und Herren. Keine Frage, es bleibt weiter eine Menge zu tun, weil die Wohnungsbaupolitik ist nicht von heute auf morgen umgesteuert. Ganz einfach schon einmal deshalb, weil Wohnungen eine gewisse Zeit brauchen, bis sie gebaut sind und bis dann zur Verfügung gestellt ist. Deshalb ruhen wir uns auf dem, was bereits erreicht ist, auch nicht aus. Und natürlich, wenn die Förderprogramme jetzt so gut abgerufen werden, wollen wir auch in der nächsten Legislaturperiode garantieren, dass jeder Antrag auch genehmigt wird. Und wenn das eine weitere Ausweitung der Mittel bedeutet, dann werden wir auch diese weitere Ausweitung der Mittel auf den Weg bringen. Und wir werden uns darum kümmern, und die Baulandoffensive ist dafür das Instrument und der Anfang, dass wir das vorhandene Bauland, was es ja gibt, was nur nicht erschlossen wird, tatsächlich auch erschließen. Wir haben beim Thema Bauen keinen Mangel an ausgewiesenen Baugebieten. Wir haben einen Mangel, dass diese Baugebiete tatsächlich erschlossen werden. Und da ist es doch richtig, dass die Landesregierung die Baulandoffensive auf den Weg bringt, die sich genau um dieses Thema kümmert, meine Damen und Herren. Und ein letzter Gedanke, weil die Zeit abgelaufen ist. Wenn wir Marktversagen haben beim Wohnungsbau, wie das der Kollege Lenders gesagt hat, dann werden wir in der nächsten Legislaturperiode auch darüber nachdenken müssen, ob wir stärker vom geförderten Bauen hin zum Bauen in öffentlicher Verantwortung kommen müssen, durch die landeseigenen und durch die städtischen Baugesellschaften. Wenn wir Marktversagen haben, wird sich der Staat in diesem Bereich vielleicht noch mehr engagieren müssen, als er es heute tut, indem er selbst baut, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Stopp. Also. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Lenders von der FDP zu Wort gemeldet. Sie haben 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Herr Wagner, Sie haben sich eben darauf bezogen, auf das Wohnraumfördergesetz.
Jetzt will ich Ihnen ja durchaus zugestehen, dass Sie als Fraktionsvorsitzender zwar sehr generalistisch unterwegs sind und das in Details nicht kennen, aber das Wohnraumfördergesetz ist nur eine Rahmengesetzgebung. Und Ihre These, wir hätten vorrangig das Eigentum gefördert, ist fachlich, sachlich einfach falsch. In der Rahmengesetzgebung stehen die Fördermöglichkeiten gleichberechtigt nebeneinander. Und immer schon gleichberechtigt nebeneinander. Und meine Damen und Herren, lieber Herr Wagner, wir konnten da seinerzeit das Eigentum zusätzlich mit reinnehmen, weil wir mehr Geld immer schon zur Verfügung hatten, als das, was für den sozialen Wohnungsbau abgerufen worden ist. Da sind wir auf die Idee gekommen, wir können noch einen Förderbestand reinnehmen. Das war das Eigentum. Und an dieser Situation hat sich auch überhaupt nichts geändert. Jetzt haben Sie nur das Eigentum nicht mehr vorne stehen, sondern es hinten hingeschrieben, meine Damen und Herren. Aber das Eigentum oder beziehungsweise die Tatbestände, wo denn dann die Entscheidung fällt, die liegt bei der WI-Bank. Und jetzt aufgepasst. Seitdem Sie regieren, lieber Herr Wagner, ist Folgendes passiert. Es werden so gut wie keine Anträge mehr auf Förderung von Eigentum überhaupt genehmigt. Die werden grundsätzlich immer noch genehmigungsfähig, aber es ist politisch motiviert, dass Sie das nicht mehr wollen. Also, mein Kollege Rock erzählt mir immer, mach es bloß nicht zu detailverliebt, nur nicht zu sachorientiert. Ich höre das ja immer gerne, dass die FDP sozusagen nur das Eigentum so stark in den Vordergrund gestellt hat. Ja, so einem liberalen Wähler gefällt das Ding immer ganz gut mit dem Eigentum. Fachlich, sachlich ist das nie richtig gewesen. Es war nur gleichberechtigt neben alle anderen Fördermöglichkeiten, die es gegeben hat. Nur mit Ihrer, ich sag mal, Einfluss, den Sie auf die WI-Bank haben, ist die Eigentumsförderung politisch komplett zum Erliegen gekommen. Das ist die Wahrheit. Danke, Herr Kollege Lenders. Herr Kollege Wagner, Sie haben 2 Minuten, um zu erwidern. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Kollege Lenders, wenn der Vorwurf ist, dass die Grünen in einer Situation, wo wir händeringend bezahlbare Mietwohnungen brauchen, dafür gesorgt haben, dass mehr Mietwohnungen gefördert werden als Eigentum gefördert wird, dann bekenne ich mich vollumfänglich schuldig, Herr Kollege Lenders. Bekenne ich mich vollumfänglich schuldig. Ich glaube, das ist die richtige Maßnahme. Und Sie wissen, dass wir dieses Gesetz geändert haben, um diese neue Schwerpunktsetzung auf den geförderten Mietwohnungsbau tatsächlich auch hinzubekommen. Und ich will mich an einer Stelle bedanken für Ihre Offenheit in Ihrer Rede. Sie sagen, dass die 73 Millionen €, das war ja wenig genug zu Ihrer Regierungszeit, noch nicht einmal vollständig abgerufen wurden. Und sehen Sie, das ist jetzt der Unterschied. Wir haben nicht nur die 73 Millionen € jährlich auf über 300 Millionen € jährlich erhöht, sondern wir haben auch durch die Anpassung der Programme dafür gesorgt, dass sie tatsächlich abgerufen werden. Auch hier haben Sie durch Ihren Beitrag ziemlich eindrucksvoll den wohnungsbaupolitischen Kurs dieser Koalition bestätigt. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Lenders. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächster Redner spricht nun Kollege Kasper von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich freue mich, dass die Linken einen Setzpunkt heute uns gegeben haben, der sich mit der Wohnungspolitik beschäftigt. Allerdings, nachdem wir den Antrag gesehen haben, konnten wir feststellen, dass sie sich nur mit einem ganz kleinen Teilsegment des Wohnungsmarktes beschäftigen. Für uns als CDU-Fraktion ist es aber wichtig, dass alle Menschen in Hessen angemessenen Wohnraum haben, und zwar sowohl im ländlichen Raum als auch in den Ballungsräumen. Und die Antworten, die wir zu geben haben auf die Herausforderungen, sind eben sehr unterschiedlich. Und wir als Koalitionsfraktion und diese Landesregierung geben die Antworten, und wir geben die richtigen Antworten, meine Damen und Herren. Insbesondere in den Ballungsräumen, aber auch in den Universitätsstädten unseres Landes stellen wir fest, dass es einen erheblichen Wohnungsbedarf gibt.
und der Bau von Wohnungen in den letzten Jahren nicht in dem Umfang erfolgte, dass diese Nachfrage gedeckt werden kann. Und wenn man sich damit beschäftigt, was die Ursachen sind, dann kann man feststellen, dass die Marktteilnehmer guten Willens sind. Die Marktteilnehmer sind die Nachfrager, sprich diejenigen, die Mieter sind oder Eigentümer sind, die eine Wohnung mieten oder kaufen wollen. Die Anbieter sind diejenigen, die den Wohnraum errichten, also seien es Wohnungsgesellschaften oder private Vermieter. Aber dass der Engpass heute bei der öffentlichen Hand liegt und nicht bei den Marktteilnehmern, nämlich bei der Baulandausweisung. Wir haben ja seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Regelung, dass die Kommunen Monopol haben bei der Baulandausweisung. Leider ist es eben so, dass sie in den letzten 20 Jahren dem insbesondere in den Ballungsräumen zu wenig nachgekommen sind, sodass der Markt dort gar nicht tätig werden kann, wo er gern tätig werden wollte. Wir sehen, dass das natürlich dazu führt, dass am meisten darunter diejenigen leiden, die am kaufkraftschwächsten sind. Denn wenn ich genügend Einkommen habe, dann kann ich eben auch mehr Miete zahlen und komme trotzdem zu meiner Wohnung. Unter dem System leiden eben diejenigen, die am wenigsten Kaufkraft haben. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir uns ganz besonders für diejenigen einsetzen und für diejenigen Lösungen schaffen. Und wir stellen fest, dass es auch bestimmte Gruppen gibt, die, egal was sie zahlen könnten oder wollten, oder auch wenn sie das Geld von der öffentlichen Hand dafür bekommen, von Vermietern, egal ob Wohnungsgesellschaften oder Privaten, nicht so akzeptiert werden, wie sie es sich wünschen würden. Und deswegen ist es sehr gut, dass diese Regierung aufgelegt hat, wieder ein Programm, dass Belegungsrechte erworben werden können von den Kommunen und damit sichergestellt werden kann, dass diejenigen Menschen, die Wohnungen suchen und die selbst keine entsprechenden Wohnungen finden, dann von der Kommune die Möglichkeit geboten bekommen, entsprechende Wohnungen zu bekommen. Und ich glaube, die Diskussion mit dem Bau von Sozialwohnungen ist natürlich außerordentlich wichtig. Aber wir alle wissen, wie lange wir Vorlaufzeiten haben, bis zusätzliche Wohnungen entstehen, während mit dem Instrumentarium, dass Belegrechte erworben werden können, man sofort handeln kann. Und deswegen ist es gut, dass Sie, Frau Ministerin, auch dieses Instrument wieder eingeführt haben, damit den wirklich Betroffenen schnell geholfen werden kann. Und das ist ein sehr erfolgreiches Programm. Ich nenne aber auch ein weiteres, das gleichwohl in den letzten 19 Jahren in Hessen der Wohnungsbestand von 2,65 Millionen auf jetzt 3,05 Millionen hochgegangen ist. Das heißt, wir haben zusätzlich 400.000 Wohnungen mehr. Aber gleichwohl ist es so, dass, wie beschrieben, in einigen Regionen das eben nicht ausreicht. Wir müssen dort noch erheblich mehr tun. Und in der Zwischenzeit, bevor diese zusätzlichen Bestände gebaut werden für die Menschen, die nur geringes Einkommen haben, ist es eben wichtig, dass wir mit anderweitigen Mitteln arbeiten, um sie zu unterstützen, dass sie trotzdem angemessenen Wohnraum sich leisten können. Und da haben wir die Situation, dass das Land Hessen über die Förderungen, die wir hier haben, über das Wohngeld, etwa 35.000 Haushalten schon Ende im Jahr 2016, mittlerweile sind es noch einige mehr, Mittel zur Verfügung gestellt hat, was bei den Betreffenden dazu führt, dass sie, bevor sie das Wohngeld bekommen haben, etwa 37% ihres monatlichen Einkommens für Miete hätten ausgeben müssen und nachdem sie das Wohngeld erhalten haben, nur noch etwa 15% ihres monatlichen Einkommens für Miete ausgeben müssen. Und das zeigt, dass es unmittelbar bei den Betroffenen ankommt und natürlich auch ein Instrument ist, um den Menschen zu helfen, auch in diesen schwierigen Zeiten angemessenen Wohnraum zu finden und eine angemessene Wohnung zu haben. Meine Damen und Herren, ich stelle daher fest, dass wir
hier auf einem guten Weg sind, die Herausforderungen anzunehmen. Der Engpass ist, wie gesagt, in den Ballungsräumen die Ausweisung von Bauland. Hier müssen wir darüber nachdenken, ob wir im Rahmen von Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich diejenigen Kommunen unterstützen, die bereit sind, das zu tun. Denn eine Ausweisung von Bauland ist natürlich mit zusätzlichem Mehraufwand verbunden. Hier müssen wir überlegen, welche finanziellen Anreize wir als Land geben können, um das sicherzustellen. Ein zweiter Punkt, der einem entgegengehalten wird von Kommunen auf die Frage, warum sie denn nicht in den im Regionalplänen ausgewiesenen Flächen auch Bebauungspläne machen, ist, dass die Verfahren zu umständlich sind und zu lange dauern. Und hier setze ich auf das, was die Große Koalition auf Bundesebene ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hat, nämlich dass man diese Verfahren entschlacken und beschleunigen will. Hier wird es Aufgabe der Bundesländer sein, auch gegenüber dem Bund noch einmal entsprechenden Druck zu machen, damit das Ganze möglichst bald umgesetzt wird. Alles in allem, glaube ich, sind wir hier in Hessen auf einem guten Weg und werden die Situation für die Menschen weiter im Auge behalten, damit sichergestellt werden kann, dass alle Menschen in Hessen angemessenen Wohnraum zu guten Bedingungen haben. Vielen Dank.